Hallo, herzlich willkommen YouTuber und Commander Krieger, herzlich willkommen zur ersten Reaction. Habe ich irgendetwas verpasst? Vom satten Hugo. Wir müssen ein bisschen reinhauen. Ich hatte die letzten Tage ein bisschen mit Lebensmittelvergiftung zu tun, Video dazu kommt. Aber jetzt erstmal in die Reaction. Wieso filmst du nur mich oder hast du auch hast du gespiegelt? Erstmal nach unten. Schlaf gut, weißt du, träum was Süßes. Das war so scheiße. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Schön, dass ihr da seid. Rosenmontag aus Fulda, liebe Party People. Also, Rosenmontag Fulda, wenn du die Möglichkeit hast, irgendwo Rosenmontag hinzugehen, dann aber doch nicht nach Fulda, oder? Also du wohnst da, ja gut, aber was willst du in Fulda Rosenmontag? Das ist so Erkenschwick. Also nichts gegen Fulda, ne? Ich möchte hier keinen. Welche Fulda denn überhaupt? Fulda! Man könnte meinen, ganz schön Fulda! Deutlich gemütlicher als Mainz oder Köln. Wenn man in Köln an Karneval die Kneipe aufräumen muss. Ich sag nein zu Karneval, es macht keinen Spaß, ich wollte das erste Mal hier. Hey, wer bist du? Benni, hey, grüß dich, wer bist du? Ey, weiß ich auch nicht, heute glaube ich Sportmaus oder so. Let's go! Aber die negativen. Eieieiei. Karnevalsvideo ist auch anders wild, ne? Als Streamer vor allen Dingen. Boah, aber auch hart, ey. Auch hart. Erfahrungen können ja noch kommen. Heute, ruhiger Stream. Ey, wow! Hallo! Jetzt hat jeder einmal Hallo gesagt und zwar immer so auf die eigene Art und Weise. Hast du Bock, ein Jibbe zu rauchen? Du wärst der erste Ansprechpartner dafür, jetzt gerade aber noch nicht, weil ich weiter muss. Du wärst mein erster Ansprechpartner. Ey, ohne Scheiß, es ist ja, der Bubatz ist ja jetzt legal, ne? Ey, ich glaube, das wird auf Twitch anders eskalieren, oder? Also ich glaube, wir werden da hier Kandidaten haben. Das wird, glaube ich, anders, oder? Glaube ich. Wisst ihr überhaupt, wer ich bin hier? Von Monte. Das ist halt das Problem. Sobald du irgendwas mit irgendwem gemacht hast, der von dem, der Psyche von Knossi. No, hi. Vielleicht? Satter Hugo? Brauchst du ein paar Autos eigentlich dafür? Oder irgendwas anderes? Wenn wir was über coole Autos sagen, kommen wir dann in ein Hugo-Video. Dann die Jungs schon mal den LKW filmen, damit wir bei Hungriger Hugo reinkommen. Sehr, sehr gut. Und wir kommen zum nächsten Wagen. Meine Geschichte. In den Let's Hugo-Videos. Digga, ich bin nicht Hungriger Hugo! Du bist, glaube ich, auch die Erste, die glitzert, die ich heute sehe. Schmächtiger Hugo. Sehr cool, ich liebe Glitzer, auch hier überall Glitzer. Ich will nicht mal nur so auffällig aufs Dekolleté gucken, aber wenn du es mir erlaubst, dann gucke ich es mir ganz genau an. Stimmt, das ist viel Glitzer. Ja, sehr viel. Mit dem Anzug kommt das auch anders, ne? Mit der Jacke. Glitzer, ja. Ich bin minderjährig. Du bist minderjährig? Bist du nicht diejenige, die vorhin gesagt hat, ja, du kannst ruhig raufgucken bei dem Glitzer-Dekolleté? Oh, warte. Ich hätte es dir direkt ansehen müssen. Aber ich habe auch schon öfters Spezies getroffen, bei denen das Etikett abgegangen ist und die trotzdem genauso gut geschmeckt hat. Aus! Eieiei. So meine ich's nicht. Und das immer wieder bei Minderjährigen. Ich bin 18. Juhu! Ich wünschte, können wir gar nichts. Das ist der fucking Dings vom Knossi, Alter. Ja, also wenn du möchtest, können wir auch deine Security sein. So, ein bisschen drauf achten, dass mich keiner so bequatscht. Ja, genau. Weil das macht ihr ja schon. Genau, diese Betrunkenen, die Unangenehmen, die dich immer voll labern, weißt du, wie ich meine? Meine Beteiligung an Karneval. Hallo, ich bin Reporter. Nein! Einfach Ronny, ah! Jetzt habe ich Wasser auf meiner Tastatur, Bro. Wie kann das überhaupt passieren, ey? Jedes 10. Video ist irgendwie ein Energy Drink. Ja, schnelle Worte. Auch eine wichtige Regel am Setup, immer schön die Flaschen zu machen. Hier steht. Du musst einfach nur die Flasche dahin tun, wo du nicht immer rüber gehst. Sondern du musst sie dahin tun, wo du einen langen Griff machen musst. Das ist halt, da fängt schon natürliche Auslese an. Steht jetzt so auf eine Dose, das ist auch gefährlich. Ich habe getrunken von meinem Shake und dann habe ich ihn abgesetzt, aber ich habe ihn zu schnell abgesetzt. Das ist so ein Ricochet-Tropfen genau in mein Auge rein von dem Shake, Alter. Ey, du hast ja Isoclear ins Auge gemacht. Ich weiß nicht, ob das.
Klappt für die Eiweißaufnahme. Matra denkt ja seit morgen Sixpack, weil er sich ganz viel Isopren in die Augen reibt. Ey, mir ist heute dreimal Red Bull umgekippt auf den Tisch und dann hatte ich ja gar keinen Red Bull mehr in der Dose, es war grausam. Ich hab mein ganzes Red Bull übergekippt. Junge, ganze Red Bull. Kill! Ich hab mein ganzes Red Bull übergekippt. Hat sich das an der Stelle an Red Bull? Irgendein gammliger Gamer, der gerade streamt und kacke ist. Aber guck mal. Hier ist schon der Fehler im System. Guck mal, wo die, da wo der Kaffee ist, wo der Kaffeepott ist. Ein bisschen weiter noch. Ein bisschen weiter weg ist cool. Die Wasserflasche ist nicht cool. Welcher Platz bist du? Was? Ich bin 59. Wer hat denn offene Getränke am Arbeitsplatz? Wie oft man sein Glas umkippt. Deswegen passt auf mit den Gläsern, keiner besser. Es ist so offen, das Getränk, ne? Wie kann man da ein zwischen seine Ellbogen? Genau da! Guckt euch mal diesen Frame an, das sehe ich persönlich. Guck mal, wie viel Kaffee da in der Luft ist. Wie hat sie das geschafft, dass der gesamte Inhalt der Tasse über der Tasse schwebt? So ist doch alles okay, so ist noch nichts dreckig. Aber gleich kommt die Erdanziehungskraft und schmiert die ganze Scheiße über den Stuhl, Tisch, Mauspad, Tastatur. Kannst du erstmal anderthalb Stunden sauber machen und du kriegst es nie so sauber, wie es vorher war. Anderthalb Stunden, da kannst du komplett Kern sanieren bei Trimax. Hätte auch in meine Tastatur. Da schimmelt da drin, die kannst du wegschmeißen, das ist ein Totalschaden. Wieso stellt Hugo das rein? Da hat doch jeder schlechte Laune. Scheiße, wo wusste er das? Ja, stimmt. Warum fallen denn alle Sachen runter? Ist mir in meiner ganzen Streaming-Karriere eine Sache runtergefallen und zerbrochen? Ich glaube. Gut, bei mir das Headset. Ob nicht. Oder einen Tanz kann ich ja. Oder die Tür. Fuck, Digga. Warum fallen denn alle Sachen runter? Das verstehe ich nicht. Erklärt mir das mal bitte. Am Anfang machen das alle aus Witz und Ironie. Aber mittlerweile hat Hugo davon 80 Videos. Und dieses Ironische ist es nicht. Die machen das nicht mehr aus Witz. Die haben Spaß am Tanzen und das zu filmen und ins Internet zu stellen. Die sind dumm. Okay, geil. Are you like famous or something? Yes, very. YouTube, TikTok, Instagram, everything. Wow, how many followers do you have? 1000. That's a nice start. That's cool. Warte mal, habe ich irgendwo wieder gesagt, dass ich Clips verbiete? Digga, hä? Habe ich irgendwas verpasst? An der Stelle möchte ich kurz sagen, satter Hugo, du darfst meine Clips nicht mehr verwenden. Ich möchte nicht mehr bei irgendwelchen Clip-Compilations zu sehen sein. Ah, 92 Zuschauer. Let's go. Das ist bei allen Streams so. Twitch hat Viewbots verboten, Bepele. Boah, finally, Bro. Mein Leben war eine Lüge. Aber ich sage ehrlich, wenn die Viewbots weiter so gut bezahlen, wie sie gerade tun, Bro, bin ich good to go. Boah, wir machen auf jeden Fall Big Money. Also wir machen, glaube ich, pro Tag so 5k easy. Fast wie Real Life, Digga. Bescheidenheit, man kennt ihn. Digga, ein Zuschauer. Schreibe ich so noch ein Zuschauer? Ein Viewer, Bro. Ein Viewer, nicht mal null. Bro, Zabix bekommt so gar nicht mit, dass gerade dieser Bug ist. Wieso landen denn 500 Teams auf unserem Busch? Warum haben wir keinen Taschenbunker? Warum hatte ich heute nicht einmal eine Sniper aus in der ersten Runde? Warum steht's 4-3 für Hannover? Das ist ein Scheißabend. Ich habe auch ein Zuschauer. Da steht for real ein Zuschauer. Alle lachen mich aus. Müssen die Ausgaben vom Schiedrin wieder reingeholt werden? Ja, ja, safe. Wir müssen jetzt noch ein paar Tage auf Rosinen reacten. Sonst gehe ich hier insolvent. Leute, hat noch wer einen Prime-Sub, bitte. Ich habe mich vorher nicht getraut, dass die ganzen Kevin-Zuschauer noch da waren, nach Prime zu battlen. Aber jetzt sind, glaube ich, alle Kevin-Zuschauer schon längst schon gegangen. Seid ihr... Das wundert mich eigentlich. Wisst ihr, sage ich euch ganz ehrlich, ne, dass die Leute nicht mehr auf Instagram sagen, ey, habt ihr noch einen Prime-Sub über? Hier, guck mal, hier könnt ihr mal einen Prime-Sub raushängen lassen. Bei mir kommt gerade hier vom Wald Bronco und Sub raus. Vielen Dank an der Stelle. Aber mal ganz ehrlich, ne? Warum gehen die Leute nicht hin und sagen, hey, ne, hier kriegt ihr irgendwas? So, wenn so ein Papa Platte oder so, wenn der mal Werbung machen würde für Prime Subs oder so in, auf Instagram oder so, pff, Digga, das wird anders schallern. Bereit. Wir gehen rein. Wir spielen Wieland Welte RP. Okay, warte, wir brauchen ein Romatra-Bild. Chat, wir haben ihn. Wieland Welte. Sind Sie... Ganz kurz, unter uns, hast du irgendwas mit deinen Nebenhöhlen oder sowas? Ja. Das hört sich nicht gesund an, Bro. Ich mach mir jetzt einen Namen in dieser muttergefickten Stadt, hörst du mich? Ja, Bruder Herz, du wirst alles f***en jetzt, mit mir zusammen natürlich. Ja. Das ist leider falsch. 38? Auch falsch. Hier ist was dazwischen. 30? Auch falsch. Wieso sagst du jedes Mal? Ja. Die da hinten spielen Rocket League, ja. Hast du irgendein Problem irgendwie, noch ein Bild am Arsch stecken, dass die ganze dieses kommt?
bin heiser. Hier hat jemand was für die nächste Runde, was das? Hey, was geht? Grüß euch zu unserem Video und so heute ist ein Video, wie ihr besser werdet im Vorteil. Was hatte Hugo da in seinem Mund, Bro, während er es aufgenommen hat? Chat, das klingt nach einer, AI. Und wenn wir hier mal ein bisschen fahren, dann kann man mit dem Berg runter, wenn man 3-4 Leute töten. I, ne? Ich wollte, das ist aber wohl Ast, ja. Also schon alles zu viel gewartet. Das klingt nach rückwärts. Chef Strobel spricht auch luxemburgerisch. Die sprechen einfach alle wie Chef Strobel. Ja, ist ein guter Call. Ich wäre auch nicht so lang, glaube ich. Bruder, es ist viel wichtiger, hier Radiant zu invaden. Da bist du an die 100 Subs raus, dann mache ich. Es ist. Das leckt einfach. Digga, ich schwör's dir, es ist auch nicht böse gemeint. Aber wenn ich das Französisch höre, während ich noch am Leben bin, hab ich minus 30% Aim. Deine Nachbarn müssen auch denken. Welche Nachbarn? Alle! 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 Welche Nachbarn? Gibt es nicht! Das ist der last one. Info, Juhu. Ich kann Deutsch sprechen, du bist eine Arschloch. Okay.